Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Danke vielmals, Wolf, dass du gekommen bist. Auf die Eitelkeit ist immer Verlass. Okay, also gehen wir zurück. 1965 hast du ein Gedicht vorgelesen. Und dieses Gedicht hatte eine Strophe, die Folgen hatte, nämlich du durfte nicht mehr auftreten. Und das lautete so. Das war 76. Die DDR, mein Vaterland, ist sauber immerhin. Die Wiederkehr der Nazizeit ist absolut nicht drin. So gründlich haben wir geschrubbt mit Stalins harten Besen, dass rot verschrammt der Hintern ist, der vorher braun gewesen. Also, die Frage ist natürlich, rot war er vorher, dann war er braun. Und ist er jetzt wieder braun, wenn man sieht, was da gerade in diesen ostdeutschen neuen Bundesländern abgeht, wo die Nazis offenbar mit der AfD Wahlerfolg nach Wahlerfolg erzielen? Ach, ich wundere mich nicht darüber. Es gibt nichts umsonst auf der Welt. Ja, aber trotzdem, also irgendwie hat es... Die Deutschen sind so elegant rausgekommen aus ihrer ganzen Verbrecherzeit mit den beiden Weltkriegen und mit der Nazizeit. So elegant? Ja, und so ohne Blutvergießen und so friedlich und so nett. Aber das ist wie auch in der Wirtschaft. Es gibt nichts umsonst. Aha. Und die Rechnung wird dann etwas später präsentiert. Gut, die Frage ist, welche Rechnung präsentiert wird. Du hast eine Begründung geliefert, weshalb das auch so abläuft. Nämlich seit dem Fall der Mauer verdanken die Ostdeutschen den Westdeutschen einfach zu viel. Und das können sie in der Seele nicht verkraften, weil sie keine Chance haben, sich jemals zu revanchieren. Stimmt. Aber in Ostdeutschland hört man was anderes. Sie verdanken nicht, was sie bekommen haben, sondern sie ärgern sich über das, was sie nicht bekommen haben. Es geht ihnen so schlecht, weil es ihnen zu gut geht. Ist das so? Natürlich. Aber das ist menschlich. Das war schon immer so. Zwischen einzelnen Menschenexemplaren, aber auch in Völkern oder zwischen Völkern. Wenn ich dir irgendetwas verdanke, du hast mein Kind gerettet vom Ertrinken oder du hast mir 100.000 Mark gegeben, damit ich nicht aus meiner Wohnung rausfliege. Oder irgendwie materielles oder geistiges oder seelisches. Irgendwie bin ich dir zu Dank verpflichtet. Und wenn das zu viel ist, nämlich so viel, dass ich mich nicht revanchieren kann, dann werde ich tückisch, dann werde ich giftig, dann rede ich deine Hilfe, die du mir gegeben hast, klein, war gar nicht so viel. Und vor allen Dingen, ich rede sie schlecht. Das hat er gemacht, weil er selber sich wichtig tun wollte und Vorteile davon sich erschaffen. Und das ist ein Riesenproblem. Aber das Komische daran ist, die Ostdeutschen verdanken natürlich den Westdeutschen unglaublich viel. Die Polen und die Tschechen wären froh gewesen, die Ungarn, wenn sie so einen reichen Bruder hätten, der sie so nach der ganzen totalitären Zeit der Sowjetunion auffangen kann. Aber deswegen sind sie auch so giftig und so blöde. Aber sie sind noch blöder. Weil sie kein Geschichtsbewusstsein haben, wissen sie nicht, dass ihnen diese Hilfe zusteht. Mhm. Sie haben überhaupt gar keinen Grund, dankbar zu sein. Aus einem einzigen Grund, weil die Ostdeutschen das waren, die die große Rechnung für den Zweiten Weltkrieg, für die Nazizeit bezahlt haben. Nämlich die Besetzung durch die Russen. Natürlich. Und die Wiedervereinigung verlief ja eigentlich glatt. Ja, ohne Blutvergießen, ohne Bürgerkrieg. Natürlich. Wenn das anders gelaufen wäre, würde das Bewusstsein vielleicht heute stärker vorhanden sein, dass da wirklich was Positives entstanden ist. Naja, das kann ich nicht beurteilen. Was wäre, wenn, hätte, Fahrradkette. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Ostdeutschen im Grunde keinen Grund haben, so
kleinkariert, so neidisch, so undankbar, so giftig, so dumm zu sein, weil sie im Grunde den Westdeutschen auf der großen historischen Rechnung gar nichts verdanken. Sie waren daran, dass man ihnen hilft. Und deswegen geht das auch vollkommen in Ordnung. Aber du sagst da auch, ein Zitat von ihr, gelernten Sklaven tut Freiheit weh. Bezieht sich auf die Ostdeutschen, nehme ich an. Aber die Westdeutschen, die kommen auch aus einer Diktatur oder Sklaverei. Ja, aber, ja, aber, und die haben die Demokratie und die Freiheit ganz ordentlich gepflegt. Ja, die haben sie geschenkt gekriegt von den Alliierten. Die wurde ihnen aufgedrückt, das weißt du doch selber, weiß ja jeder. Das war ein Geschenk nicht des Himmels, sondern der Alliierten. Und dann habt ihr aber gut Demokratie gelernt. Ja, ist doch prima. Ist doch besser zum Richtigen gezwungen, als zum Schlechten ermuntert. Also die Ostdeutschen, genau umgekehrt, waren sowieso schon kaputt durch diesen ganzen Krieg. Innerlich und äußerlich kaputt. Und dann wurden sie auch noch von den Russen ausgenommen. Wurden demontiert, die Fabriken wurden abgetragen, die Maschinen wurden auf der transsibirischen Eisenbahn Richtung Osten gebracht, übrigens dann unterwegs runtergeschmissen und verrottet. Das kam noch hinzu. Die Ostdeutschen hatten es sehr schwer. Und die haben zwei Diktaturen hinter sich und konnten sich nicht erholen. Aber wenn du heute hörst, wenn Leute wie Alexander Gauland, ein Chef der AfD, von Vogelschiss der Geschichte spricht, vom Zweiten Weltkrieg, oder wenn Björn Höcke, der da Chef der AfD in Thüringen ist, folgende völkische Reden hält. Vollenden wir die Wende, lassen wir im Osten die Sonne aufgehen, lassen wir sie dann über ganz Deutschland wieder scheinen, holen wir uns unser Land zurück. Ich danke euch. Holen wir unser Land zurück. Oh ja. Wie das kommt ist, das bei dir das an? Das ist ein Ersatznazi. Ja? Und? Ein Krüppel der Weltgeschichte. Dem ist nicht zu helfen. Und dieser etwas klügere und feinere Gauland ist noch verkommener. Das Wort von dem Vogelschiss, darüber kann man ja nur böse grinsen. Ein Vogelschiss, wie ja jeder weiß, der Deutsch kann, ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist etwas lästig. Das wischt man mit ein bisschen Wasser weg und dann geht das Leben weiter. Und den Mord an 6 Millionen Juden und 1,5 Million Zigeuner und vor allen Dingen an Millionen deutschen Soldaten, die verheizt wurden in diesem Krieg, und Millionen Menschen in Russland und in Frankreich und überall. Das ein Vogelschiss zu nennen, ist ein Verbrechen. Aber ich habe neulich etwas viel Interessanteres über diesen Gauland gesehen. Das wusste ich gar nicht. Er war früher CDU-Mann, strammer CDU-Mann, und ja, ist dann irgendwie nach rechts abgedriftet. Na ja, natürlich. Der Gauland hat eine Rede gehalten auf dem Parteitag der AfD. Die kann man im Fernsehen, habe ich im Google, YouTube gesehen. Und dachte, das kann ja wohl nicht sein. Er machte so eine rhetorische Wendung. Meine Freunde, die Bundeskanzlerin Merkel, die ist verfeindet mit Putin, mit den Russen wegen Putin und mit den Amerikanern wegen Trump, heißt er ja. Und mit den Österreichern und mit den Polen und mit den Ungarn wegen. Und nun frage ich Sie, eine rhetorische Pose. Ja. Nun frage ich Sie, wer war denn schon mal in unserer Geschichte verfeindet mit all diesen Ländern? Ja. Und alle. Und das Wort Hitler wurde so brutal geschwiegen und rausgelacht und gehustet von diesem Pack dort, von diesen geschichtslosen Idioten. Von welchen hast du denn mehr Angst? Hast du mehr Angst? Dass die Nazis noch mal kommen oder die Kommunisten? Die kommen beide nicht. Die sind verbrüdert, untergegangen. Nein,
Aber was daran so schändlich ist, da blieb mir das Herz stehen, als ich das beim Zuschauen überhaupt einigermaßen begriff. Hitler war verfeindet mit denen, ja, warum? Weil er ein Diktator war. Ja. Aber die Bundeskanzlerin Merkel ist mit diesen Trump und Putin und Konsorten verfeindet, weil sie keine Demokraten sind. Meine Fresse, das ist doch genau das Umgekehrte. Das nennt man auf Deutsch Zynismus, menschenverachtend und dumm ist es dazu. Wenn ich mit meinem Freund Havemann mich stritt, weil wir uns über so einen ärgerten wie Gauland, ne? Den gab es ja damals noch nicht, aber dieser Typ Mensch, den gibt es ja immer, ja. Das weiß man ja, dann haben wir uns immer gestritten. Nämlich? Ich, moralistisch, sagte, oh Robert, was für ein schlechter Mensch. Und dann lachte er, so wie du jetzt lachst, weil er es besser wusste und sagte, der ist nicht schlecht, der ist dumm. Okay, also 1976, nachdem du über ein Jahrzehnt lang in Ostdeutschland warst, also in Berlin an der Chausseestraße Auftrittsverbot hattest, hast du ein Visum gekriegt in die Bundesrepublik mit Visum zur Rückreise, um ein Konzert zu geben in Köln. Und dann passierte Folgendes. Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen. Ich hatte eine zu hohe Meinung von den Leuten, die mich jetzt ausgebürgert haben. Du sagst, es war ein traumatischer Schock, dass du nicht zurück konntest, aber war nicht auch doch eine Portion Befreiung mit dabei? Na, ist doch klar. Das Komische daran ist nur, das kennst du doch auch, man durchschaut nicht die Wirklichkeit, in der man selber gerade ist. Man missversteht so gründlich. Und wenn man hochintelligent ist, wie wir beide, worüber wir nicht gerne sprechen, das ist peinlich, dann ist man oft noch dümmer als die Dummen, weil man alles erklären und verklären kann, weil dieser kleine Vorsprung, den wir haben an Verstand oder an Bildung, weil man mehr Mühe auf uns verwandt hat, der ist unsere Falle, weil er lockt uns da rein, wie man in grobem Deutsch sagt, aus Scheiße Frikadellen zu machen. Also alles so hinzudrehen, wie man es gerade braucht. Und also ich komme also zum ersten Mal in meinem Leben in die Freiheit aus der Diktatur. Zum ersten Mal in meinem Leben darf ich öffentlich singen, kriege sogar Geld als Gage dafür, was doch irgendwie nicht schlecht ist. Ja. Kann zum ersten Mal in meinem Leben an der Menschheit lecken, was ja auch nicht schlecht ist für einen Dichter, auch für andere Leute, aber überhaupt, nicht wahr? Und was? Laufe aber rum, wie das Leiden Jesu zu Pferde. Weil ich so unglücklich bin, weil du noch Kommunist warst und immer noch geglaubt hast, du kannst dich nicht lösen von der Ideologie, die du von zu Hause hattest. Deine Eltern Kommunisten, weil sie waren Kommunisten, unter anderem, um gegen die Nazis zu sein. Du konntest den Schritt noch nicht machen, um zu sagen, das ist falsch, was da abgeht. Ja. Und es war erst 1983, dass Manes Sperber, der das wunderbare Buch Wie eine Träne im Ozean geschrieben hat, dir die Augen geöffnet hat. Und da frage ich mich, wenn es so schwer ist für so einen intelligenten, informierten Menschen, sich von etwas zu lösen, dann ist es von einer Ideologie, die einem eingeimpft wurde, dann muss es wirklich schwer sein. Das ist doch klar. Die Nazi-Kinder meiner Generation, die ja, wie du weißt, in der Mehrheit waren, in der großen Mehrheit, die hatten es leichter. Die waren auch nicht dümmer als ich. Auch keine Feiglinge, so Kollegen, Dichter wie Volker Braun, Christa Wolf, Rainer Müller in der DDR. Ja. Wir dachten im Grunde alle sehr ähnlich. Es waren nicht so große Unterschiede, außer im Charakter. Aber die hatten im Streit mit den Bonzen der Parteiführung, der Diktatur, immer eine Beißhemmung. Die waren lumpenhaft bescheiden, würde Goethe sagen, weil sie sich schämten für ihre Eltern, weil sie beweisen wollten, dass sie keine Nazis mehr sind. Siehst? Aber ich... Du meinst, die Nazi-Kinder
nach dem Krieg. Die ja, natürlich, meinen, die, natürlich, wo, ja, natürlich. Deren Eltern ja, eben mitgemacht die, haben. Und die ehrlich waren und die klug waren. Ja. Aber die schämten sich doch. Und im Streit mit den neuen Herren, mit der neuen zweiten ja. Diktatur, waren sie immer wie gelähmt. Ja. Immer. Und ich umgekehrt sagte nicht bescheiden, meint ihr nicht, Genossen da oben, man könnte dies oder das etwas anders machen, sondern ich habe gesagt, ihr nicht, ich. Ich bin der Kommunist und ihr seid Antikommunisten. Das ist also wer der bessere Kommunist darüber hat man sich gestritten. Das ist die immanente Kritik, wie man sagt. Ja. Und das ist im Grunde nach dem Grundmuster von Martin Luther, der doch zum Papst auch nicht gesagt hat, ich glaube an den Gott anders als der Papst in Rom, sondern er hat gesagt, der Papst ist der Teufel. Ich bin der Christ. Und dann hat er den Papst doch geprügelt, nicht mit einem Knüppel, sondern mit Gottes Wort, mit der Bibel. Ja. Und das tut besonders weh. Und du hast, und darauf glaube ich, bist du besonders stolz, du hast mal gesagt, ich habe den Geist der Rebellion gesät. Eben anders als die anderen, die da mitgespielt haben. Naja, das war mein Beispiel. Und es stimmt, viele Leute, die eingesperrt wurden in der DDR, wegen von heute aus gesehen Nichtigkeiten, viele auch, weil sie meine Lieder verbreitet haben. Das ist ja auch eine perverse Konstruktion. Verstehst du? Die werden eingesperrt. Ich habe das Lied geschrieben. Und ich bin in Freiheit, weil sie Angst haben, mich einzusperren. Weil sie auch bis drei zählen können und rechnen, was kostet es uns politisch. Und eben weil du so uns? Prominent ja, warst. Ja, ja, aber das war obwohl ja mein, du nicht auftreten war mein, durftest. War mein Glück. Mhm. Aber so entsteht eine ganz verrückte Situation. Ich habe neulich in dem Vorhof der Untersuchungshaftanstalt in Hohenschönhausen in Berlin ja. gesungen. Da kamen 1000 Menschen, die standen da auf diesem Hof, in diesem Schreckensgefängnis, wo die Leute gefoltert wurden. Von der Stasi. Und ermordet von der wurden, ja. natürlich. Und da kam so eine dünne alte Frau und umarmte mich so von oben, so eine große. Mhm. Und sagte, ach Wolf, ich habe hier gesessen und dein Lied, Ermutigung, du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Das war für mich immer der Halt, an dem ich mich festgehalten habe. Ich sage, ja, aber dafür sind eben auch viele ins Gefängnis gegangen. Mhm. Und das ist eine verrückte Situation, weil ich, der dieses Lied geschrieben hat, sitze nicht in dem Gefängnis. Man aber kann da finden Sie nicht, nicht schuldig. Haben. Hören wir uns vielleicht sogar so ein bisschen einen Ausschnitt daraus an. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du es hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du hast nie verbittert? Kann ich mir kaum vorstellen, weil man hat dich in so vielen Jahren hat man dich nicht auftreten lassen. Ich war immer bitter, aber nie verbittert. Aha. Ich hatte immer Angst. Angst? Ich bin doch kein Idiot. Ich kann mir doch ausrechnen, was mir blüht. Wie Heinrich Heine geschrieben hat in seinem berühmten Gedicht Enfant perdu, nur Narren fürchten nichts. Mhm. Was die Frage, du, aber ich meine, aber die Gulag Frage, hätte man dich ja nicht geschickt. Nein, aber die Frage ist immer, wer hat wen? Habe ich die Angst, weil ich mir ausrechnen kann, was mir blüht, oder hat die Angst mich? Mhm. Und in meinem Buch über mein Leben, diese Memoiren, die ich jetzt geschrieben habe, habe ich auch 2, 3 Situationen geschildert, wo es genau umgekehrt war, wo mich die Angst hatte, wo ich überwältigt war und erledigt war. Das war nach dem Einmarsch in die Tschechoslowakei. 68. Wo ich nachts im Bett lag, 21. August, und es ruft mich, ich weiß nicht, gegen 3 Uhr jemand an und holt mich aus dem Schlaf und sagt, Wolf, steh sofort auf, mach das Radio an und legt wieder auf, weil er Angst hatte, dass er ihn fassen. Ja. Und wer war das? Wer war das? Da kommst du im Traum nicht drauf. Nee, wer war es? Ein Stasi-Mann. Ein Stasi-Mann.
der vielleicht bei dir im Haus saß? Nein, ich der früher gehört. Mein Freund war. Aha, okay. Und mit dem ich gebrochen habe und er mit mir, weil wir Feinde wurden. Und da wollte ja, aber jetzt, guck mal, wie kompliziert das richtige Leben ist, wenn du genauer hinguckst. Wir waren Feinde, wir waren Gegner. Aber der gehört auch zu den Menschen, dieser Schweinehund. Mhm. Und jetzt rücken die Russen mit ihren Panzern ein und machen den Prager Frühling platt. Gewaltiger militärischer Sieg über das kleine Tschechien, nicht wahr? Tschechoslowakei. Und plötzlich kriegt er Angst um seinen ehemaligen Freund Biermann, weil er nicht dumm ist. Weiß er ganz genau. Wenn die Russen den Mut haben, ein ganzes Volk platt zu machen mit ihrer überlegenen Militärmacht, dann wird Ulbricht, der kleine Stalin da, in der DDR die paar Gestalten, die die tschechische Krankheit zur Freiheit haben, die Dubček-Krankheit zum Prager Frühling, auch platt machen im Rausch dieses gewaltigen Sieges. Das passiert immer in der Geschichte so. Dann machen die solche Sachen und sagen, oh, das war aber ein bisschen zu viel, leider. Und er hatte Angst um mich, also rief er mich an. Mhm. Und dann bin ich aufgestanden und habe versucht, meine Manuskripte zu verbrennen und so weiter. Das kannst du ja lesen, das ist eine sehr komische Szene. Du schreibst eben in deinem Buch, in deiner hervorragenden Autobiografie, wirklich, die ich mit größtem Interesse gelesen habe, Warte nicht auf bessere Zeiten, ist der Titel. Ist das der Titel eines Optimisten oder eines Pessimisten? Ich habe gestern einen Freund begraben in Hamburg, bei Hamburg. Der Dichter Günter Kulert. Mhm. Wir waren Herzensbrüder, immer. Aber stabil verbunden durch Gegensätze. Er war ein kreuzfideler Pessimist. Und ich, das passende Gegenstück, ein todtrauriger Optimist. Und du lebst noch? So sind die Charaktere. Naja, er ist ein bisschen früher gestorben, weil er auch, ich weiß nicht, 6, 7 Jahre älter ist als ich. Er ist schön alt geworden und wir haben ihn gut dort gefeiert ein letztes Mal. Aber ich war eben immer, im Grunde habe ich mich immer gehalten an ein Wort, das du bestimmt kennst, so einer wie du kennt, Antonio Gramsci aus Italien. Der Sozialisten? Sozusagen die italienische Rosa Luxemburg, könnte man sagen. Und der hat ja ein wunderbares Wort geprägt, das ich mir eingeprägt habe, nicht nur im Kopf, auch in der Seele. Er sagte, ich bin für den Pessimismus der Intelligenz und für den Optimismus der Tat. Also ins Deutsche übersetzt, ich will immer mit dem Allerschlimmsten rechnen, Pessimismus der Intelligenz, und will immer das Allerbeste tatkräftig, furchtlos und tapfer anstreben. Und wenn man diesen Widerspruch aushält in seiner Seele, na dann kann man lebendig leben. Und du warst immer furchtlos, nicht nur in der DDR, sondern auch in der Bundesrepublik, wo man ja eigentlich alles darf, außer im Bundestag. Vor 5 Jahren solltest du da ein Lied singen und das lief dann wie folgt ab. Ich kann Ihnen auch, Herr Biermann, mit einem Hinweis auf unsere Geschäftsordnung helfen. Boah. Sobald Sie für den Deutschen Bundestag kandidieren und gewählt werden, dürfen Sie hier auch reden. Heute sind Sie zum Singen eingeladen. Ja, aber natürlich habe ich mir in der DDR das Reden nicht abgewöhnt und das werde ich hier schon gar nicht tun. Das finde ich wirklich toll. Du bist jetzt eigentlich auf der Seite von Angela Merkel. Du hast gesagt, ich wähle nicht die CDU, aber ich wähle Angela Merkel. Aber die ist ja bald weg. Hast du da Angst, dass da vielleicht nicht mehr so eine geradlinige Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler nachwächst? Na, das weißt du auch selber. Die Parteien nähern sich bis zur Unkenntlichkeit aneinander an. Ja. Klauen sich gegenseitig die Ideen. Es gibt ein paar, die schon ein bisschen... Die Merkel hat die CDU sozialdemokratifiziert. Ja. Nicht wahr? Die Grünen klauen von der SPD, die SPD von den Grünen. Das heißt,
es wird immer diffuser. Die Parteien haben kein Gesicht mehr. Das hat zur Folge, dass die einzelnen Menschenexemplare, die dort eine Rolle spielen. Und was hältst du von Angela Merkel? Also, kurz gesagt, wir sind enge Freunde. Das ist keine Übertreibung. Und der Beweis dafür ist, dass wir auch verschiedener Meinung sein können. Ja. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht, aber das muss unter uns bleiben, einverstanden mit dem Ausstieg aus der Atomenergie. Ich bin der Meinung, habe zwar nicht Physik studiert, aber Mathematik. Ja, gut, ich kann also bis drei zählen, aber ja, deswegen bin ich auch noch lange kein großer Fachmann. Aber ich kenne große Fachleute und höre ja zu, was die mir erklären. Mhm. Und ich denke, allen Ernstes, kann sein, dass ich mich irre, aber ich denke allen Ernstes, die Menschheit steht am Anfang der Atomkraftzeit. Ganz am Anfang. Und nicht am Ende. Das können wir leider nicht mehr vertiefen. Aber ich bin ganz und gar mit ihr einverstanden. Was die Flüchtlingspolitik weil sie damals in der Situation, nach meiner Meinung, darüber habe ich einen großen Essay in der New York Times geschrieben, hast du vielleicht sogar gelesen, weil sie damals in dieser prekären, ja man muss sagen, tragischen Situation den richtigen Fehler gemacht hat. Denn tragisch ist doch immer eine Situation, das ist ja nicht nur bei Shakespeare so, sondern auch im richtigen Leben, wenn man sich nur entscheiden kann, mache ich lieber den Fehler oder den anderen. Falsch ist alles. Es geht nur um die Frage, was ist falsch, was ist der schlimmere Fehler? Genau. Und da hat sie nach meiner Meinung es wunderbar gemacht. Allein dafür muss man ihr in die Seele küssen. Wolf, die Zeit ist so schnell vorbei. Sind wir schon durch? Ja, wir sind schon durch. Die halbe Stunde am Schweizer Fernsehen und es ist großartig, dir zuzuhören. Und eine große Ehre, dass wir uns unterhalten konnten. Spotte nicht über einen alten Mann. Nein! Wolf Biermann ist eine Jahrhundertfigur. Nein, ich bin übrigens nur, unter uns können wir offen reden. Aber wir sind am Ende der Sendung. Ja, ich weiß schon. Ja. Du bist ein alter Mann. Ja. Wie alt bist du? 74. 74, dann bist du ein alter Mann. Ja. Ich hingegen bin kein alter Mann. Denn in Deutschland, jedenfalls jetzt in unserer Zeit, vor 250 Jahren, als Kant lebte, in Königsberg war das anders, ist man ab 80 kein alter Mann mehr, sondern ein Greis. Ein Greis. Ah, okay. Und ich habe deswegen dir den Zettel gegeben. Hast du ihn noch? Ja, klar. Gib her. Ja. Ja, noch einen zweiten. Du warst gerade in Taiwan. Ja, ja, das weiß ich ja. Aber die Zuschauer wissen nicht. Ach so. Okay. Guck hier. Ja, okay. Ich habe jetzt hier ein Lied geschrieben. Mhm. Schade, Pamela hat die Gitarre mitgenommen ins Hotel. Sonst würde ich es dir jetzt vorsingen. Und wir sind am Ende der Sendung. Ja, ich weiß das schon. Du weißt es schon. Aber du bist ein Rebell. Hältst dich ja gar nicht. Na, wieso? Wir können doch unter Menschen hier reden. Ja, ist gut. Das hat doch mit denen hier nichts zu tun. Gut, okay. Es ist spät am Abend, es spielt keine Rolle. Ja, also bitte. Oder bist du in Zeitnot? Ich überhaupt nicht. Aber es gibt so eine gewisse Fernsehdirektion. Aber mach bitte nur. Nein. Das lassen wir jetzt gerade. Das ist ein kleines Lied. Okay, gut. Und das ist genau das, worüber wir eben sprechen. Ja. Nee, du, ich bin kein alter Mann mehr, bin schon ein blutjunger Greis. Super. Und wie fühlt sich das an? Gut. Okay. In der DDR sagten wir, als ich dort lebte, auf so eine Frage, wie geht's dir so, alter Mann oder was? Dann sagte man, alle Geräte arbeiten normal. Kennst du das? Okay, nee, nie gehört. Wolf, herzlichen Dank. Es war wunderbar, es war wunderbar. Und danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit. Ach so, ist immer noch Fernsehen hier? Ja, ist immer noch Fernsehen. Wir müssen einen Abschluss finden. Also diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Sicher wieder mit einem spannenden Gast. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Gute Nacht und ganz eine gute Woche. Die guten Leute brauchen auch manchmal ein paar gute Leute.
die Ermutiger, die brauchen auch Ermutigung. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du es hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid. Doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken schon vor dem großen Streit. Schon vor dem großen Streit. Lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid.